Hallo Freunde, Wolfgang hier. Diesmal in neuer Perspektive, Weitwinkelobjektiv macht's möglich. Manchmal braucht man paarweise schräg zugeschnittene Teile, wie sie sich ergeben, wenn man ein Rechteck symmetrisch teilt. Da entstehen dann zwei Trapeze. Das braucht man zum Beispiel für Konsolen in dieser Art. Hier eine etwas flachere Variante. Und die Audiokonsole über meinem Werktisch. Die Herausforderung bei der Teilung des Rechtecks ist nun, einen sauberen Schnitt hinzukriegen. Sauber heißt also in verleimfähiger Qualität. So eine Schnittqualität ist mit der Stichsäge oder auch mit der Bandsäge ohne Nachbearbeitung nicht möglich. Eine Kreissäge kann das, aber das ist eben nicht so einfach. Am Queranschlag kann ich wohl einen Winkel einstellen, aber in der Praxis ergibt sich dann immer zu wenig Auflagefläche, um den Schnitt sicher und präzise durchführen zu können. Andere Varianten sind ebenfalls nicht zielführend. Wie ich es auch drehe und wende, auf meiner Kreissäge sind solche Schnitte nicht praktikabel. Wir sehen also, das ist gar nicht so trivial. Auf YouTube haben wir schon die eine oder andere Anleitung angesehen, wo für so schräge Schnitte Vorrichtungen, also Jigs, vorgestellt werden, die man am Längsanschlag anlegt, wo man dann den Winkel einstellen kann. Aber das ist halt dann wieder das Problem, dass man die 37. Vorrichtung in der Werkstatt herumliegen hat, die Platz braucht und an die man sich im Bedarfsfall auch erst erinnern muss. Ich habe mir nun für diese Schnitte eine Methode angeeignet, die ohne zusätzliche Vorrichtungen und Jigs auskommt. Die Idee ist, den Schnitt in zwei Phasen durchzuführen. Zuerst wird das Rechteck mit der Stichsäge oder der Bandsäge geteilt, der Schnitt ist dann noch nicht sauber, und dann werden auf der Kreissäge exakte Abrichteschnitte durchgeführt. Und wie das auf sehr elegante Weise funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dieser Schnitt ist also definitiv nicht verleimfähig. Zur besseren Erkennbarkeit im Video markiere ich ihn. Für den nun folgenden Arbeitsschritt werden die Teile neu arrangiert und in dieser Formation mit doppelseitigem Klebeband gesichert. So fügen wir die Teile jetzt zusammen. Diese Kanten sind natürlich parallel und die unsauberen Schnitte sind jetzt an der Außenseite. Damit geht es nun zum Abrichten auf die Kreissäge. Und uns die richtige Seite suchen, mit der wir das Teil am Längsanschlag führen. Hier kann man sehen, weißt du, was das ist? Hier hat der Schnitt eine kleine Auswölbung. Das ist nicht so gut geeignet. Hier wäre das hier in dieser Position, dass die Einbuchtung sicher am Längsanschlag aufliegt. Daher würde ich so beginnen. Eine Seite ist jetzt begradigt. Jetzt wenden wir. Stellen den Längsanschlag natürlich nach. Mit dem Maßband kann man nun ganz gut feststellen, wo noch etwas wegzunehmen ist. Ich habe hier jetzt noch ungefähr ein Zehntelmillimeter Unterschied, damit lasse ich es erstmal gut sein.
Die Teile sind nun sowohl im Winkel als auch in der Höhe supersymmetrisch. Auf diesem Weg ist es also völlig unproblematisch, aus einem Rechteck symmetrische Teile zu schneiden. Und das Schöne an der Methode ist, dass die einzelnen Arbeitsschritte nun allesamt unkritisch sind. Der Teilungsschnitt mit Bandsäge oder Stichsäge sowieso. Und die Haltbarkeit des doppelseitigen Klebebands ist allemal ausreichend, dass auch der Abrichterschnitt sicher durchgeführt werden kann. Auch relativ kleine Teile mit etwas größeren Winkeln lassen sich auf diese Weise gut herstellen. Das hat bei mir immer funktioniert und wir haben eine Zeit lang, also genau bis zu diesem Video, auch die Frage gestellt, ob das Zufall ist. Ist es Zufall? Hängt es von der Qualität des ersten Teilungsschnittes ab? Oder ist die Methode quasi selbststabilisierend? Dass es also im Wesen der Methode liegt, dass die Winkel zwangsläufig symmetrisch werden. Um das herauszufinden, habe ich einmal absichtlich eine Asymmetrie eingefügt. Die Winkel sind jetzt ungleich. Haha, cool! Die Winkel sind nun also wieder symmetrisch. Wir sehen also, dass die Methode zwangsläufig zu symmetrischen Winkeln führt. Das ist super. Die Winkel werden also auch dann symmetrisch, wenn der erste Teilungsschnitt nicht so perfekt gelingt. Und das ist ziemlich cool und macht Lust auf mehr. Dieses Anbringen einer Auflage zur Herstellung einer absichtlichen Asymmetrie kann man auch dazu benutzen, um Winkel nachträglich zu korrigieren. Die Methode lässt sich übrigens auch dann einsetzen, wenn von einem Rechteck zwei Dreiecke oder Trapeze abgeschnitten werden sollen, wie ich es zum Beispiel hier bei meinem Kopfhörerständer gebraucht habe. Damit mache ich jetzt die andere Seite. Und auch hier wieder ein tolles Ergebnis. Ich liebe ja so Basteleien und war schon öfter in der Situation, dass ich so schräge Teile gebraucht habe. Weil es auf der kreisige, aber so schwer herzustellen war, habe ich begonnen, diese Situationen zu vermeiden oder zu umgehen. Bis mir die Idee mit dem Zwei-Phasen-Schnitt gekommen ist. Seitdem freue ich mich drauf, weil es wirklich super elegant und einfach geht. Es macht echt Freude. Vielleicht ist euch bei ein paar Szenen aufgefallen, dass sie das Klebeband abgelöst hat.
Das ist aber völlig unkritisch, weil auch wenn sich's kurz gelöst hat, hat es allemal ausreichend Haftung, um zu verhindern, dass sich die Teile beim Abrichteschnitt gegeneinander verschieben. Ich bin mir da deswegen so sicher, weil ich die ersten Male, als ich die Methode angewendet habe, überhaupt ohne Klebeband gearbeitet habe und die Teile nur von Hand zusammengehalten und an der Kreissäge geführt habe, und das ist eigentlich auch immer sehr gut gegangen. Die Variante mit dem doppelseitigen Klebeband ist also schon die sichere Evolutionsstufe, die ich euch vorbehaltlos empfehlen kann. Das war's. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und dass euer Bastelleben dadurch ein bisschen bereichert wird. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ciao.